Bürger und Bürgerinnen aus Stadt und Land, liebe Freundinnen und Freunde. Wir stehen hier auf dem Platz, wo die Verantwortlichen von Stuttgart 21 rücksichtslos versuchen, Fakten zu schaffen. Mit Baggern und Abrissbirne soll in den nächsten Monaten ein Milliardengrab geschaufelt und Stuttgart 21 unumkehrbar gemacht werden. Wir kämpfen erbittert dagegen. Warum kämpfen wir so erbittert dagegen? Weil dieses Projekt eine Reichweite von mindestens 20 Jahren haben wird und in ganz dramatischer Weise die Verkehrspolitik, die Finanzen und die Politik insgesamt in eine falsche Richtung lenken wird. Noch ist es nicht zu spät, noch kann Vernunft einkehren. Wir fordern die Verantwortlichen im Bund, Land und Stadt auf, endlich den Dialog mit uns zu suchen. Wir sind dazu bereit. Bisher gibt es leider mehr Diffamierung statt Dialog. Seit Jahr und Tag werden unsere Vorschläge zu einer offenen Bürgerbeteiligung vom Tisch gefegt. Wir Grünen im Landtag von Baden-Württemberg haben schon 1996, also vor über 15 Jahren, gefordert, dass alle Alternativen, die damals auf dem Tisch waren, gleichberechtigt in einem Raumordnungsverfahren geprüft werden. Das ist nicht passiert. Das war schon vor 15 Jahren. Ich frage, wer ist bitte schön zu spät dran? Wir nicht. Können Ministerpräsident Mappus, OB Schuster und Bahnchef Grube ernsthaft wollen, dass nach der Methode gearbeitet wird, wenn Stuttgart nicht mit den Bürgern gebaut wird, Stuttgart 21, dann wird es gegen die Bürger durchgezogen. Das können Sie doch nicht ernsthaft wollen. Die letzten Tage zeigen eindrucksvoll, solche machtvolle Demonstrationen und Kundgebungen hat Stuttgart noch nie erlebt. Wenn wir im Landtag das zum Thema gemacht haben, hieß es immer, Stuttgart 21 ist durch demokratische Mehrheiten im Gemeinderat und Landtag entschieden worden. Das stimmt alles. Aber zu solch einem Verfahren gehören Wahrheit, Klarheit und Offenheit. Zu solch einem Verfahren gehört die Abwägung von Sachargumenten und nicht einfach nur Polemik. Nehmen wir allein das Beispiel der Kosten. Nicht nur, dass die Befürworter im letzten Jahr die Kostenberechnung im Monatstakt dramatisch nach oben korrigieren mussten, nachdem sie uns immer gesagt haben, das bestgerechnete Projekt der Bahn. Das ist ja eigentlich schon schlimm genug und blamabel,
aber immer mehr renommierte Gutachter, der Bundesrechnungshof, das renommierte Verkehrsbüro Viereck Rössler und zum Schluss das Umweltbundesamt kommen zu dem Ergebnis, dass die Kosten weit höher sein werden als die schon nach oben korrigierten Kosten. Es wird also getrickst und getäuscht um Stuttgart 21 herum. Die Alternativen und die Kosten, alles wird übergangen, was wir an Gegenvorschlägen und Gegenrechnungen vorlegen. Es wird nur diffamiert und das nenne ich Arroganz der Macht. Große Mehrheiten haben kein Recht auf Arroganz der Macht. Arroganz der Macht gehört in die Monarchie, aber nicht in die Demokratie. Darum appelliere ich heute an die Verantwortlichen von Stuttgart 21, an die Herren Mappus und Schoster, Ramsauer und Grube, halten Sie ein. Wir haben den Vorschlag des Stuttgarter Appells aufgenommen, ein Moratorium zu fordern. Und ich habe meinen Freund, den Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, der seit Beginn, als er noch im Landtag war, sehr fundiert sich mit dem Projekt auseinandergesetzt hat, gebeten, für dieses Moratorium einen konkreten Vorschlag auszuarbeiten. Das hat der Oberbürgermeister gemacht. Und diesen konkretisierten Vorschlag für ein Moratorium werde ich morgen den Verantwortlichen schicken und sie auffordern, sich dem zu öffnen, es sorgfältig zu prüfen und darauf einzugehen. Der Kern des Vorschlags heißt, es wird jetzt über einige Monate eine Konferenz eingesetzt, in der Gegner und Befürworter dieses Stuttgart 21 paritätisch drin sind und wo, wie es sich in einer aufgeklärten Demokratie gehört, offen die Faktenlage und die Sachargumente debattiert werden. Jedermann kann das dann mitverfolgen und sich ein Urteil darüber bilden. Das hat bisher noch niemals stattgefunden. Demokratie möglich sein, dass man Kostenfragen, dass man technische Fragen, dass man Verkehrsfragen so debattieren kann, dass dem jeder folgen kann, dass jeder die Sachargumente, die darlegen kann, mitprüfen und mitverfolgen kann und dass wir uns bitte schön einen öffentlichen Expertenstreit endlich erlauben, wie es bei banaleren Dingen bei jeder Anhörung gemacht wird. Es geht immer mehr das fürchterliche Wort von das ist alternativlos rum. Ich finde es ganz furchtbar in einer Demokratie, denn es ist der Charme der Demokratie, dass sie in Alternativen denkt. Und diese Alternativen müssen endlich öffentlich erörtert werden. Es geht hier nicht um ein Prestigeprojekt, schließlich sind wir keine Monarchie.
Es geht um Sachargumente und gar nichts anderes. Und wir demonstrieren hier nicht, weil wir nichts Besseres zu tun haben, sondern weil uns die Verbohrtheit der Befürworter von Stuttgart 21 dazu zwingt. Es ist 11:58 Uhr. Und wir können ganz offen und selbstbewusst in dieses Moratorium gehen. Warum? Weil wir von der Kraft unserer Argumente überzeugt sind. Das ist der Grund. Und wenn die Gegenseite meint, sie hat bessere Argumente, warum fürchtet sie dann solch ein Moratorium, wo wir diese Argumente öffentlich austauschen wollen? Also, wir erwarten jetzt endlich echten Mut und echte Durchsetzungsfähigkeit vom Herrn Mappus, auf die er so stolz ist. Jetzt kann er mal was durchziehen, nämlich ein Moratorium, auf dem öffentlich gestritten wird. So ein Moratorium dauert wenige Monate. Das Durchziehen von Stuttgart 21 wird mindestens doppelt so lange dauern wie geplant. Das wissen wir alle. Ja. Denn wir wissen, die Bahn investiert jedes Jahr 1,2 Milliarden. Sie bräuchte schon 1,7 Milliarden, um die laufenden Projekte zeitgerecht durchzuführen. Kann sich jeder vorstellen, was bei den 10 Milliarden, die hier versenkt werden sollen, was das bedeutet, in welche unendlichen Fernen das Projekt dann gestreckt wird. Das sind die wahren Gefahren für eine Zeitverzögerung, nicht ein Moratorium. Ministerpräsident Mappus hat gesagt, er will Stuttgart 21 nicht um jeden Preis. Darüber können wir reden, Herr Mappus. Es ist nicht nur der Preis der Kosten, es ist auch ein hoher politischer Preis, um den es hier geht. Man kann mit Baggern Gebäude abreißen und man kann mit Kettensägen Bäume wegschaffen, aber keinen demokratischen Protest. Darum ist ein Moratorium ein Gebot der praktischen Vernunft. Und deshalb kämpfen wir dafür weiter. Vielen Dank. Vielen Dank, Winfried Kretschmann.